Fernwirken bei einem Türrufsystem funktioniert mit einem Fingertipp. Aber was, wenn man wahlweise einen zweiten Ausgang steuern möchte? Es ist wunderbar, dass man mit Hilfe von Symphony jemanden die Türe öffnen kann, egal wo man sich befindet. Aber was macht man, wenn man eine zweite Tür hat? Beispielsweise getrennte Eingänge, eine zusätzliche Garageneinfahrt oder gar eine Schleuse. Nun, man verwendet einfach Symphony und wählt per Fingertipp aus, welchen Ausgang man schalten möchte. Natürlich können die Ausgänge mit aussagekräftigen Namen hinterlegt werden, damit der Benutzer auch ganz sicher die richtige Tür öffnet. Funktioniert sowohl mit den Symphony-Apps als auch dem Webclient und sogar mit Telefonen. Der Ruf wird dabei nicht automatisch nach Betätigen des Türöffners beendet. So kann man gegebenenfalls nach der ersten Tür auch gleich die zweite Tür öffnen oder dem Besucher das Licht einschalten. Und was immer Ihnen sonst noch so einfällt, Symphony macht mit.